Ich heiße Nika Radic, ich bin bildende Künstlerin. Ich mache sehr unterschiedliche Sachen. Es ist in den letzten Jahren meistens so Video und Fotografie und auch räumliche Installationen, aber was ich hier jetzt mache, ist Video und Fotografie. Ich beschäftige mich meistens mit der Art und Weise, wie wir uns verstehen oder wie wir uns nicht verstehen, wo Missverständnisse entstehen, was unter Menschen passieren kann, unter Kulturen, aber das hat auch damit zu tun, wie wir Kunst verstehen. Ich finde, dass die Vorurteile, die wir alle haben von anderen Ländern, die sind dann, wenn man eine Zeit hier verbringt, dann weg, und das finde ich eigentlich am tollsten. Ich finde es lustig, weil ich eigentlich so überhaupt nicht so ein Naturmensch bin. Es ist mir eigentlich egal, ob ich gehe nie in die Natur und ich lebe in der Stadt und brauche einen Kaffee und nicht Wälder. Aber hier fand ich das irgendwie toll, weil sie uns so ungewöhnlich sind und so mit der Stadt verbunden. Natürlich habe ich ganz viele Tempel gesehen und dann plötzlich war ich hier in diesem Bambuswald und ich dachte, wow, ich habe sowas noch nie früher gesehen. Irgendwie beeindruckend. Man sieht in Berlin Fuchse in der Stadt, was schon auch ungewöhnlich ist. Aber hier ist es noch eine Stufe weiter, diese enge Verbindung von dem städtischen Leben und der Natur. Meine erste Absicht war, durch das Lernen der Sprache diesen Sprachkurs als Anhaltspunkt zu nehmen, wo ich dann daraus eine Arbeit mache. Wie das normalerweise passiert, hat sich hier auch etwas ein bisschen geändert im Prozess. Also es hat jetzt mit dem Sprachkurs nicht mehr so viel zu tun, was ich hier mache. Aber ich versuche, eine Dokumentation von meinem Aufenthalt hier zu machen in Fotos, und diese Fotos benutze ich in einem Video. Also das Video hat überhaupt keine bewegten Bilder, es ist eher ein Slideshow mit einem Voice-Over, wo ich auf Japanisch spreche. Das wird noch. Also ich habe jetzt den Text geschrieben, Hitomi hat ihn gerade übersetzt, und jetzt muss ich das irgendwie aufnehmen, wie ich Japanisch spreche. Da freue ich mich drauf. Natürlich begonnen habe mit diesem Blick, den wir haben als Touristen. Wir gehen in Tempel und machen Fotos von dem, was uns angeboten wird, als so besonders japanisch. Aber irgendwie habe ich gemerkt, dass mich eigentlich der ganz banale Alltag viel mehr interessiert, weil ich habe auch irgendwie überlegt, würde jemand über mir mehr wissen, über mich, wenn man jetzt die Kirchen in Europa besuchen würde. Ich glaube, also die Frage, bin ich jetzt mehr verbunden mit einer Kirche oder mit einem Supermarkt, obwohl ich Supermärkte nicht so gern habe, aber ich glaube, das hat mehr mit meinem Alltag zu tun als die Kathedrale von Chartres, die, auch wenn ich nicht Franzosin bin, ist es trotzdem ein Teil von meiner Kultur. Und so habe ich begonnen, auch hier so ganz normale Sachen zu fotografieren. Ich habe beobachtet, wie Leute hier leben, und dann habe ich irgendwie überlegt, was mir oft passiert, wenn ich verreise, wie wäre es, wenn ich hier wirklich leben würde. Natürlich bin ich hier jetzt in einer ganz geschützten Atmosphäre, ich habe dieses tolle Zimmer, ich habe alle Möglichkeiten, die ich aber nicht selbst gewählt habe. Und wenn ich jetzt nach Japan umziehen würde, was würde ich denn hier machen? Und das ist dann die Frage, die ich mir immer stelle, wie sind dann die Wohnungen, wo leben die Menschen, was machen sie, wie verdient man mal sein Geld. Ich habe keine freischaffenden Künstler hier kennengelernt, wäre es möglich. Und alle diese Fragen kommen in meinem Video dann auf, und dann ja, habe ich irgendwie versucht, diese Geschichte zu erzählen, wie ist es, wenn man migriert, und darf man das überhaupt machen. Es entstehen dann Verbindungen, die man alleine sehr schwer schaffen würde. Ich habe jetzt hier auch durch das Goethe-Institut diese Verbindung zu Kyoto Institute of Technology gemacht und mache dort ein Projekt, und das ist toll.
Also in Europa gab es diese große Bewegung Anfang vom 20. Jahrhundert, Ende 19. Mit Arts and Crafts hat es begonnen und mit diesen ganzen Geschichten, wo Künstler wollten, dass die Industrie schönere Sachen macht, gab es einen Versuch, dass man Kunst, so die hohe Kunst und Kunstgewerbe mehr zusammenbringt. Und das ist hat mit Design sehr viel zu tun. Und das ist etwas, was in Japan traditionellerweise hat man das nicht so getrennt. Und ich finde es interessant, wenn ich in Galerien hier gehe und Museen, die Trennung ist nicht so stark wie bei uns. Und dann habe ich das Gefühl, aber das ist etwas, was ich kann keine Aussagen darüber sagen, aber ich merke so, ich ahne ein bisschen, dass das Verständnis von Kunst auch anders ist. Und das finde ich spannend.